Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und wir schauen uns heute etwas ganz Besonderes an. Ich verstehe einfach nicht, warum ich jedes verdammte Mal Kopfhörer anziehe, obwohl ich das nicht brauche, wenn ich mir nur Bilder im Internet anschaue. Ich verstehe es nicht. Überhaupt gar nicht. Ganz wichtige Nummer vorab, meine Freunde. Falls ihr Bock habt und wahrscheinlich heute Abend Zeit habt, weil halt alle momentan schulfrei haben und in Quarantäne sitzen, checkt auf jeden Fall meinen Livestream aus. Der geht ungefähr gegen 18.30 Uhr los. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr heute Abend am Start seid. Wir werden wieder reacten, GTA Online spielen und verschiedenste Dinge machen, wie ungefähr das hier. Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! FBI, open up! Jetzt gesehen, ihr werdet also eine Menge verpassen, wenn ihr nicht vorbeischaut. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Wir schauen uns heute ganz genau 22 wunderschöne und lustige Bilder von eBay Kleinanzeigen an. Sogenannte eBay Kleinanzeigen Fails. Gerade in diesen schweren Zeiten mit der vorherrschenden Pandemie und all diesen seltsamen, dubiosen Angeboten dachte ich mir, wäre es doch nochmal Zeit, eventuell auf eBay Kleinanzeigen vorbeizuschauen. Hey! Tobi hat sich die ganzen Dinger rausgesucht und sich die Mühe gemacht und ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz, was uns da erwartet, meine Freunde. Ich meine, schlimmer als letztes Mal kann es ja nicht werden. Doubt it. Wir beginnen mit dem ersten Bild hier, meine Freunde. Welches da sagt, kein Platz. Luft sehr gut, weil in kein Platz. Was? Läuft sehr gut, weil ich habe keinen Platz. Ich verkaufe meinen Luftkomperos. Ja, Leute, ein guter Luftkomperos, vielleicht auch ein Luftkompressor, man weiß es nicht. Aber für 95 Euro kann ich für einen Luftkomperos eigentlich nichts sagen. Der hat auch netterweise schon direkt dazu geschrieben, welcher Ort es ist, nämlich Main, also Frankfurt am Main nehme ich an der Stelle. Super, super toll. Also vielleicht ist es auch Mainz, man weiß es nicht. Also irgendwo da in der Ecke, wahrscheinlich Rheinland-Pfalz. Echt toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, tolle Anzeige. 10 von 10. Endlich Ausgangssperre. Beschreibung wird auch Zeit. Zufriedenheit, okay. Ja, der Typ hat hier tatsächlich einfach das, glaube ich mal, an der Stelle mit Facebook oder Twitter verwechselt. Bro, das ist eBay Kleinanzeigen. Normalerweise solltest du da Sachen an andere Leute verkaufen und das den Ganzen nicht als persönliches Tagebuch nutzen. Ich meine, klar, es ist kostenlos und ich verstehe das, aber ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, ey. Vielleicht einfach mal drüber nachdenken, ja. Nachricht vom Interessenten. Guten Morgen, könnt ihr Ihnen 3000 Euro geben für das Fahrzeug ohne Probefahrt? In Klammern, aha. Nee, klar, jetzt verstehe ich. Ja, das Auto also für 5000 Euro angeboten. Der Typ sagt, Bro, bin ehrlich, gerade miese Zeit so. Ich kann dir maximal 3000 geben. Ist das in Ordnung? Also finde ich gut. Ich meine, man muss auch aus den Zeiten der Krise, muss man auch irgendwie gucken, dass man da irgendwas rausholt. Das ist extrem stark und clever. Toller Typ, ja. Stinkende Luft in Glas. Beschreibung, stinkt extrem, für lästige Besucher gut einzusetzen, Versand gegen 10 Euro möglich, Stier. Einfach ein stinkendes Glas Luft für 1 Euro. Gibt es das Glas damit dazu oder wie ist das? Für einen 10er wird der Versand da möglich sein. Nee, finde ich auch echt ein wichtiges Angebot. Auch jetzt an der Stelle wieder, wenn man blöde Gäste oder sowas da hat, wo man einfach keinen Bock mehr hat. Man hat eine Hausparty und so weiter und so fort. Man muss nicht direkt die Polizei rufen oder eventuell mit der Waffe Leute bedrohen. Man kann einfach dieses Glas aufmachen, alle verziehen sich von alleine. Gut, dass die eigene Wohnung dann 20 Tage nach stinkt, da muss man dann irgendwie mit rechnen, aber das ist eigentlich echt ein tolles Angebot, also 10 von 10. Den Raumduft hätte ich gern. Klopapier, vierlagig, bitte lesen. Das bin ich, erzähle hier keinen Unsinn. Ach so, ja, okay. Der Typ möchte also für 1 Euro Klopapier verkaufen oder kauft es an für 1 Euro Verhandlungsbasis. Das ist halt so das Ding. Viele Leute gehen halt hin und schlagen daraus irgendwie Profit. Ich meine, Klopapier, Leute, ich hab's schon ganz oft auf Twitter gesagt. Jeder Mensch hat eine Dusche zu Hause. Wenn ihr heißen wart, geht einfach duschen. Nutzt euren Hund, eure Socken, eure Hände und wascht euch danach, keine Ahnung, generell wascht euch die Hände. Warum Klopapier? Warum nicht irgendwas Sinnvolles wie, keine Ahnung, Bier oder Wein oder Cornflakes oder genau diese Uhr? Warum Klopapier? Warum Klopapier? Tausche gegen Nudeln, Klopapier und Mehl. Polo 1,2 Liter. Perfekt. Nee, muss man ganz... Also, ist ein gutes Angebot. Ich meine, wenn der Typ hier sein Auto schon tauscht gegen Klopapier tatsächlich und gegen ein paar Nudeln und Mehl. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das Auto sieht super aus. Würde ich direkt zuschlagen tatsächlich. Ich glaube mittlerweile, Leute, dass wir echt an der Zeit angekommen sind, wo es reicht. Es reicht an der Stelle auch. Es reicht an der Stelle vielleicht sogar mit der Menschheit im Gesamten. Dieses ganze Ding rund um diesen Virus bringt quasi alles Schlechte in den Menschen hervor, gefühlt. Ich meine, wer tauscht sein Auto gegen Klopapier? Ja, Trimax vielleicht, ihr habt recht. Felix Explorer VKR Camcorder, wo wohnst du? Blablabla, wäre das? Fragezeichen, das ist eine Postleitzahl. Ah, wo wohnst du? Was? Wo wohnen sie? Ja, der Mann hat dir gerade eine Postleitzahl genannt. Das ist ein Umkreis, in dem sich verschiedenste Bereiche befinden, verschiedenste Ortschaften. Da musst du dann hin und dann kannst du das abholen. Ja, ich, Mann mit Nudeln, suche Frau mit Klopapier. 12 Euro. Perfekt. Also hier ist ein Typ auf jeden Fall, der einen Teller Nudeln hat. Leider Gottes kein Klopapier, was man dazu essen kann. Jetzt sucht er natürlich seine Traumfrau. Vielleicht funktioniert es. Die Frau gibt noch 12 Euro oben drauf, dann passt das. Also was letzte Traumpaar, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Finde ich super, dass hier wirklich auch eBay mittlerweile nicht nur als Handelsbörse
sondern auch als Partnerschaftsbörse genutzt wird. Ganz starke Nummer. Ja. Yeah. Hallo, 15 Euro mit freundlichen Grüßen, Manne. Ist okay, PayPal, abholen. Okay, lass es. Ja, abholen ist gut. Ich bin heute zu Hause, kannst gerne vorbeikommen. Ruf an oder wir lassen es. Das wird ein ewiges Hin und Her. Ich meine, ihr habt jetzt 6 Zeilen insgesamt geschrieben, also vielleicht 7 so, also weiß ich nicht. Das muss jetzt nicht sein, dass du da jetzt so reagierst, Manne. Nee, kannst da auch einfach ein bisschen chillen. Ich meine, du willst das Ding ja verkaufen, oder? Ein ewiges Hin und Her, ja. Also vielleicht nimmst du die 15 Euro, die du bekommst für eine neue Tastatur. Ich glaube, deine Caps Lock-Taste ist an der Stelle kaputt. Hallo, das Toilettenpapier wurde heute verkauft. Mit freundlichen Grüßen. Hallo, ich bin unterwegs. Das finde ich nicht gut. Was soll das? Ich bin morgen bei Ihnen. Okay, Sie können gerne kommen. Dann mache ich einen Kaffee. Aber das Toilettenpapier ist leider nicht mehr da. Ich fahre 450 Kilometer. Das Toilettenpapier ist nicht mehr da. Das klären wir morgen. Gut, alles klar, Leute. Nochmal, ich verstehe nicht, warum Leute Toilettenpapier horten und kaufen. Ich verstehe es nicht. Und vor allen Dingen, warum fährt der Typ 450 Kilometer für Toilettenpapier? Jede Tankstelle, jeder Supermarkt, jedes Geschäft, in dem ich bis dato war, hat immer noch Toilettenpapier. Lack, sogar der Schreibwarenladen nebenan von mir hat Toilettenpapier. Bro, du musst nicht 450 Kilometer für Toilettenpapier. Du brauchst nicht mal Toilettenpapier, Mann. 30 Euro, Klopapier, vielleicht benutzt. Ja, und wahrscheinlich hat es sogar jemand gekauft. Irgendwer, der zu blöd gewesen ist, für morgen zu warten. Hier, Umwelt-Premium-Toilettenpapier extra. Ein Paket, 50 Euro. 50 Euro für Toilettenpapier. Eigentlich darf ich mich gar nicht drüber aufregen. Das ist natürlich die Lektion. Wenn die Leute später kein Geld mehr haben nach diesem ganzen Ding, dann sind sie wirklich selber schuld. Wenn sie ihr Geld in Toilettenpapier investiert haben, bitte, lass sie. Suche ein iPhone 11, aber defekt. Und das soll aber nicht kaputt sein. Ja, für 3 Euro, Herr Stoppenberg, an der Stelle. Das iPhone soll also defekt sein, aber nicht kaputt. Stelle ich mir schwierig vor. Ist, glaube ich, wirklich schwierig zu bewerkstelligen. Vielleicht findest du aber jemanden, der das ganze Ding gegen eine Rolle Klopapier tauscht. Toilettenpapier für hartnäckige Verschmutzungen. Das ist Schmirgelpapier. Ich weiß nicht ganz, ob ich das benutzen würde für den... Ja, gut, wenn es hart auf hart kommt, meine Freunde, dann muss man auch wirklich Entbehrungen auf sich nehmen. Da kann man auch tatsächlich einfach auch mal Schmirgelpapier nehmen. Hauptsache, der Hintern ist sauber und wir können alle in glücklich... Bubble. Können alle ganz glücklich und zufrieden... Gottes Willen, Leute. Ich hab diesen Virus satt. Ich hab's satt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Verteiler, Elektroverteiler, Spielsberg. 50 Euro Verhandlungsbasis. Und der Zuschlag geht raus an den nächsten Verteiler. Und das an der Stelle war es dann mal wieder komplett. Ja, komm heute. Wann hättest du denn Zeit? Lege gleich ein Auto tiefer, dann fahre ich so zu dir. So 17 Uhr circa. Ich weiß nicht, ob du da noch schreiben musst, dass du... ist ja interessant, dass du ein Auto tiefer legst. So, also das dann wird übrigens mit 2 N geschrieben. Weiß nicht, ob man das unbedingt sagen muss. Hey, Bro, ich gehe hinten noch ganz kurz um eine Mio pokern. Dann noch eine Alt und dann komme ich zu dir. Haha, yeah, have fun with your bad life. Verstehe ich an der Stelle auch mal wieder gar nicht. Musikvideo-DVDs, wer hat welche zu verschenken? Wer ist dieser Mann und was will er kaufen? Musikvideo-DVDs, was sind Musikvideo... Vielleicht frage ich meinen Homie Pietro Lombardi, ob der seine Musikvideos vielleicht auf DVD hat. Kann ich sicherlich immer nachfragen. Musikvideo-DVDs, wer hat welche zu verschenken? Ja, ich an der Stelle nicht. Bitte lass mich in Ruhe, ich habe Albträume. Ich bin Geschwindigkeit. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ist der Preis verhandelbar? Gut, das ist... Wie viel kostet das? Wie viel Euro sind das? 200.000? 200 Millionen? 200 Milliarden? 11 Billionen? Sind das 11 Billionen Euro für eine Disney-Pixar-Cars-Sammlung? Daher auch, ich bin Geschwindigkeit. Er fragt dich nur, Fragezeichen. Da hat jemand wohl die Cars-Referenz nicht verstanden. Und dann ist der Preis verhandelbar. Ich hoffe doch an der Stelle, dass der Preis sicherlich verhandelbar gewesen ist. Klopapier brennt... Was? Klopapier, Toiletten brennt. Raucht, bitte helfen. Was? Was? Ist das ein Klo, was... Ja, ich meine, ich sehe das, aber... Klopapier, Toiletten brennt, raucht, bitte helfen. Irgendwie, die Leute, die auf eBay Kleinanzeigen sich rumtreiben, haben wirklich eine eigene Stammessprache entwickelt. Das ist wie damals mit der Steinzeit. Die kognitive Revolution findet tatsächlich mittlerweile nochmals auf eBay Kleinanzeigen statt. Nur halt rückwärts. Zwei professionelle Hörgeschädigte. Siemens Pure. Ach so, das sind 2 Hörgeschädigte. 2 Stück. Ich dachte mal, Hörgeschädigte würden aussehen wie Menschen. Ich glaube, das sind Hörgeräte. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, 800 Euro, das scheint ein guter Preis zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie viel Hörgeräte kosten. Aber interessant auf jeden Fall. Ich glaube, so sehen 2 Hörgeschädigte aus. Sicherlich. Schränk zu verschränken. Schränk zu verschränken? Den würde ich mir gerne, den können Sie mir gerne schränken. Das würde ich mir an der Stelle dann einfach mal schränken, hier die Nummer. Mercedes CLS 500 taucht. Ah, wunderbar, ein U-Boot also. Ich wundere mich wirklich, ich dachte immer, dass das Cockpit von einem U-Boot deutlich komplizierter sei und viel mehr Hebel und Wahlmöglichkeiten hätte. Aber ich meine, für ein U-Boot sieht das echt easy aus. Sieht aus wie ein ganz normales Mercedes-Cockpit. Auch ein CLS 350, der taucht. Wieso nicht? iPods Apple mit E. Ja,
brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben den Witz alle verstanden. Und das war's nochmal wieder, meine Freunde. Wir haben eine Menge Jokes gehabt und eine tolle Runde an Klopapierwitzen gerissen. Versteht ihr, gerissen, weil Klopapier haltet die Fresse. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall heute Abend bei mir im Stream vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Da tun wir nämlich gemeinsam was gegen die Langeweile und zwar viel Lachen. Und wir reden da nicht über Toilettenpapier oder sonstige Dinge. Nein, wir werden einfach nur zusammen lachen. 3 Stunden lang sitzen wir da und lachen. Bitteschön. Das war's von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Shoutout an die eBay-Kleinanzeigen-User, die mir hier immer wieder tollen Content bereiten. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein. Tschüss.